Hallo, willkommen bei Mamani, das kann jeder. Die Märkte haben sich echt lange auf einem hohen Niveau gehalten, nachdem sie in wenigen Tagen sehr stark angestiegen sind. Dadurch sind viele Unternehmen ordentlich nach oben geschossen und das Investieren wurde dadurch immer schwieriger. Da dann noch die Quartalsberichtssaison gerade angefangen hat und ich auf viele aktuelle Zahlen warte, war auch im Analysebereich jetzt wenig los gewesen. Und so konnte ich mich auf Suche nach interessanten Trading-Positionen machen. So eine habe ich dann auch gefunden und als dann der Markt am Donnerstag etwas ins Straucheln kam, habe ich mal zugeschlagen. Also stelle ich heute mal meine neueste Kaufidee für den Trading-Bereich vor. Bei welchem Unternehmen ich zugegriffen habe, erfahrt ihr im heutigen Video. Also die Aktie, die ich jetzt gekauft habe, ist als Trading-Position geplant. Das Unternehmen, was ich jetzt erworben habe, ist die Medios aus Deutschland. Nicht gleich abwinken, denn die Firma ist ganz interessant in meinen Augen. Was machen die überhaupt? Die Medios AG ist ein Beteiligungsunternehmen, das sich vornehmlich auf die Pharmaindustrie konzentriert. Gegenstand des Unternehmens sind der Großhandel und die Herstellung aller für den Apothekenbetrieb oder anderen pharmazeutischen Unternehmen erforderlichen Waren und Dienstleistungen, sowie das Halten und Verwalten von Beteiligungen an Unternehmen, die die vorstehend genannten Geschäfte unmittelbar oder mittelbar betreiben. Der Sitz des Unternehmens ist übrigens Berlin. Wir haben hier eine Marktkapitalisierung von gut 440 Millionen Euro, also ein schöner Nebenwert. Das erwartete KGV liegt bei 17,8, ein Wert, der nicht klein, aber auch nicht abstrus hoch ist. Und in den nächsten Jahren soll dieser Wert deutlich runterkommen. Wir gehen jetzt davon aus, dass im aktuellen Geschäftsjahr das KGV bei 17,8 liegt, im nächsten dann bei 15,6 und im Jahr 2024 schon bei 12,58. Und wenn die Schätzungen eintreffen, könnten wir 2025 schon unter 10 liegen. Die Eigenkapitalquote ist bei den Unternehmen auch sehr hoch, denn die liegt bei 75,2%. Ist natürlich ein erstklassiger Wert. Die Schuldenseite sieht ebenfalls sehr gut aus. Die Gesamtverschuldung lag im letzten Geschäftsjahr bei 130 Millionen Euro. Dem standen aber gut 168 Millionen Euro liquide Mittel zum gleichen Zeitpunkt gegenüber. Also, die könnten ihre Gesamtverbindlichkeiten sofort tilgen. Auf EBITDA-Basis hätten wir einen Verschuldungsgrad von 2,4. Hier sind natürlich die liquiden Mittel nicht eingerechnet. Betrachtet man sich nur die Netto-Finanzverbindlichkeiten, so sieht man, dass Schulden echt kein Problem sind, denn der Betrag ist mit minus 62 Millionen Euro sogar negativ. Der vermutete EBITDA-Gewinn für dieses Jahr liegt bei gut 53,5 Millionen Euro und der soll in den nächsten Jahren auch weiter steigen. Man geht davon aus, dass dann halt im nächsten Geschäftsjahr der EBITDA-Gewinn auf 59,8 Millionen hochgehen soll und dann im Jahr 2024 auf 47,3 und im Anschluss im Jahr 2025 auf 59 Millionen Euro. So, das Unternehmen hat dann noch einen positiven Free Cashflow von vermuteten 7 Millionen Euro im Geschäftsjahr 22 und auch der soll weiter hochgehen im nächsten Jahr auf 17,5 und im Jahr 2024 auf 34,2. Auf der Umsatzseite sieht das Bild ähnlich gut aus, denn die Schätzungen gehen davon aus, dass der Umsatz auch in den nächsten Jahren weiter steigen soll. In diesem Jahr liegt der Umsatz wohl bei 1,627 Milliarden, dann im nächsten Jahr bei 1,821 und im Jahr 2024 schon bei 1,981 Milliarden Euro. Und dementsprechend kann man von der Schätzungsseite aus eigentlich die Zahlen gut entgegennehmen, denn die Zukunft sieht zumindest nicht schlecht aus. Leider gibt es hier keine Dividende, aber um ehrlich zu sein, ist mir das hier auch relativ egal, denn das Unternehmen wächst stark und da sollen sie das Geld lieber fürs Wachstum verwenden. So, dann kommen wir mal schnell zum aktuellen Geschäft. Ich habe mal die letzten Zahlen vom November 22 mitgebracht, die zeigen auch, wie es aktuell so läuft. Nach den ersten 9 Monaten lag der Erlös der Berliner bereits bei mehr als 1,2 Milliarden Euro und dies waren knapp 23% mehr Umsatz als ein Jahr zuvor. Dabei kam der größte Schub durch den bereits im Januar abgeschlossenen Zukauf der Newco Pharma Gruppe, mit der Medios sein Geschäft mit Patienten individuellen Therapien stärkt. Ihr Beitrag betrug dann rund 16 Prozentpunkte beim Umsatz. Das übrige Wachstum stemmte Medios dann aus eigener Kraft. Das bereinigte operative Ergebnis EBITDA zog noch stärker an. Es stieg im Vorjahresvergleich um gut 55% auf jetzt 43,8 Millionen Euro und das ist ebenfalls ein Rekordwert. Die entsprechende Marge kletterte auf 3,6% nach 2,9% im Vorjahreszeitraum. Ja, die eher geringe Marge ist eigentlich das Einzige, was mich jetzt hier bei dem Unternehmen ein bisschen stört, denn in der Regel mag ich eher höhermargige Firmen. Allerdings konnte die Marge jetzt um gut 25% gesteigert werden. Und das lässt natürlich für die Zukunft hoffen.
Das Spezialpharmaunternehmen Medios hat dank seiner jüngsten Übernahme ein weiteres starkes Jahresviertel hinter sich. Das dritte Quartal 2022 war das siebte Rekordquartal in Folge, sagte Firmenchef Matthias Gärtner. Der Vorstand bestätigte vor diesem Hintergrund seine Umsatzziele, wird allerdings aufgrund der regulatorischen Änderungen für das operative Ergebnis in diesem Jahr etwas vorsichtiger. Sobald Medios den Angaben zufolge für das Geschäftsjahr 2022 beim um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsensteuer und Abschreibung, also bereinigtes EBITDA, nur noch die untere Hälfte der bisher in Aussicht gestellten Spanne von 52 bis 58 Millionen an. Nur zur Info, 2021 lag der Wert noch bei gut 34,6 Millionen Euro. Also, wir haben hier immer noch eine ordentliche Steigerung. Hintergrund für die etwas runtergesetzten Aussichten beim Gewinn sind die Änderungen bei der Hilfstaxe, einer Vereinbarung zwischen Apotheken und Krankenkassen, mit der Einkaufskonditionen und Arbeitspreise zur Herstellung patientenindividueller Therapien geregelt werden. Durch hierbei kürzlich erfolgter Preisanpassung wird das Betriebsergebnis laut der aktuellen Hochrechnung des Unternehmens in diesem Jahr um rund 3,6 Millionen Euro gemindert. Der Umsatz soll allerdings unverändert im oberen Bereich der Spanne 1,45 bis 1,6 Milliarden Euro herauskommen, was eine Steigerung von bis zu 17,9% im Vergleich zu 2021 entspricht. Aber ja, schlecht läuft es bei Medios momentan insgesamt nicht, muss man wirklich sagen, wenn man das jetzt alles sich anschaut. Schauen wir uns da mal kurz an, was die Analysten denn zu dem Ganzen sagen. Und ich habe insgesamt 7 Analysten gefunden und die sind alle sehr positiv gestimmt. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 40,71 Euro bei einer Spanne von 30 bis 65 Euro. Nur so ein Hinweis, der aktuelle Kurs liegt bei gut 19 Euro. Ja, und demnach hätten wir ein Aufwärtspotenzial vom aktuellen Kurs bis zum durchschnittlichen Kursziel von satten 116%. Das lässt sich doch mal sehen. Hier mal ein paar Kursziele im Detail. Alle übrigens nach den Novemberzahlen rausgekommen. Deutsche Bank sagt als Kursziel 30 Euro. Das wäre ein Aufwärtspotenzial von 55,6%. Warburg Research sagt 46 Euro. Das wäre ein Kurspotenzial von 138%. Und Jefferson Company sagt als Kursziel voraus 32 Euro. Und das wäre ein Aufwärtspotenzial von 65%. Kommentare. Das Analystenhaus Warburg Research hat die Einstufung für Medios auf Buy mit einem Kursziel von 46 Euro belassen. Das Pharmaunternehmen habe auf dem Kapitalmarkttag seine neue Wachstumsstrategie definiert, schrieb Analyst Michael Haider. Die Aktie bietet auf dem aktuellen Niveau eine hervorragende Investchance. Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Medios nach dem Kapitalmarkttag auf Buy mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Das Spezialpharmaunternehmen verfolge eine gute, durchdachte Wachstumsstrategie, schrieb Analyst Michael Kuhn. Der Fokus liege auf der Internationalisierung und fortschrittlichen Therapie. Tja, und dann wurde im Januar noch vermeldet, dass die Übernahme des pharmazeutischen Herstellerbetriebs Blisterzentrum Baden-Württemberg GmbH, BBW, erfolgreich abgeschlossen wurde. Also, sie bleiben ihrer Linie treu und kaufen immer weiter zu. Das sollte sich auch weiter auf das Wachstum positiv auswirken. Auch beim Chart sehen wir, dass die Aktie nach dem Abverkauf im Jahr 2021 eine Bodenbildung jetzt langsam ausbildet und wir aktuelle Kurse erreicht haben wie zuletzt 2018 und 2019. Ja, und da stand das Unternehmen bei weitem nicht so gut da wie jetzt. So, um das jetzt mal abzuschließen. Ich investiere in Medios, da ich sie auf dem aktuellen Niveau für fair bewertet ansehe. Die Schulden sind sehr klein, liquide Mittel sind ausreichend vorhanden und der Umsatz und Gewinn wachsen seit Jahren. Sie expandieren immer weiter, machen dabei gute Zukäufe. Ja, und so sehen die Zukunftsaussichten nicht schlecht bei dem Unternehmen aus. Ja, das sehen auch die Analysten so. Denn ein Kurspotenzial von 100% ist natürlich nicht zu verachten. Das nutze ich jetzt mal aus, um eine erste Anfangsposition zu errichten. Sollte der Kurs durch zum Beispiel einen jetzt zurücklaufenden Gesamtmarkt mit nach unten gezogen werden, baue ich meine Trading-Position immer weiter auf. Ich sehe hier durchaus eine höhere Bewertung wie jetzt und daher erhoffe ich mir einen schönen Gewinn in einer späteren Erholungsphase. Inwieweit das klappt und wie groß da meine Position dann ist, ja, werden wir in den nächsten Monaten dann sehen. So, das war's für heute. Ich verabschiede mich mal und hoffe, dass der Blick auf die Aktie euch gefallen und auch ein bisschen geholfen hat. Falls ja, würde ich mir natürlich über einen Daumen hoch sehr freuen. Das würde mir helfen, den Kanal ein bisschen bekannter zu machen. Und falls ihr mich noch nicht abonniert habt, kann ja mal passieren, dass man das vergisst. Dann macht das auch und dann verpasst ihr nämlich keine weiteren Videos. Ansonsten sage ich bis zum nächsten Mal, euer Markus.
Hat euch das Video gefallen, dann drückt bitte den Daumen hoch Button. Wir würden uns auch sehr darüber freuen, wenn ihr den Kanal abonnieren würdet. Und damit ihr kein Video verpasst, drückt gleich noch die Glocke. Danke!